Und die schießen nicht nur mit Bolzen, sondern auch noch mit Sägeblättern. Warte mal, wo geht's denn hier hin? Da hinten ist auch noch ein Turm. Oh Gott, er schießt weiter. Irgendwas wurde gerade kaputt gemacht. Ich habe keine Ahnung was. Da hinten ist der Turm. Das ist unmöglich. Wie soll ich das denn schaffen, ohne die Türme zu zerstören? Warte mal, hier ist auch noch eine Leiter. Eine Leiter. Da kann ich bestimmt wieder zurück über diesen Bereich. Oh Gott. Oh Gott. Da ist der Schalter. Ist das Tor jetzt offen? Oder habe ich sie jetzt ausgeschaltet? Ich weiß es nicht. Ich traue mich gar nicht vorzugehen, aber ich glaube, wir haben einen Turm zerstört. Da ist die Leiter. Aua, hat mir wehgetan. Ich glaube, die Türme sind nicht aus. Ich lade nochmal. Ich will keine Wunden haben. Okay, wir haben die Schalten aktiviert. Also das ist reines Geschick hier. Bald wird alles mit dem Atem des Erbauers gesichert. Halt die Klappe! Durch den nekrotischen Mutox, den ich erschuf. Wo ist das denn? Die Reichen, die mich zu. Ach, hier geht's zurück. Haben. Die Stadtwache, die mich betrogen hat. Die widerlichen Heiden, die geistlosen Gewöhnlichen. Ja, selbst die getreuen Jünger des Karas. Sie alle werden gesegnet. Geläutert. Dann werden sie ihre Arme heben und Karas preisen. Ob die Gase sie reinigen? Nein. Sie werden jammern und klagen. Hehehe, ja. Ach so, hier könnte ich einen Efeu-Pfeil ransetzen. Okay. Aber das wird doch nie klappen. Das wird doch nie klappen, Leute. Die werden mich doch zerfetzen, bevor ich da runtergekommen bin. Das ist das Tolle an den Efeu-Pfeilen, dass man die da dran setzen kann. Warte mal, ich kann da nochmal speichern. Wir müssen den Kanonenturm müssten wir so richten, dass die anderen Türme zerstören. Naja, ich versuch's einfach mal. Wow! Wow. Wir sind doch viel zu langsam. Wir können uns ja nicht mal dran festhalten. Garrett, der rutscht da wie ein, was weiß ich, wie ein Lump. Ah. Liebe Entwickler, wie soll man das schaffen? Ich könnte es mit einem Federfalltrank versuchen. Aber dann, wie komme ich dann wieder raus? Ich könnte höchstens jetzt hier den so dran setzen. Ich habe jetzt gespeichert, ja. Dann nehme ich den Federfalltrank, gehe runter und renne schnell los. Warte mal. Froschmonster, lenk sie ab. Das war super, Froschmonster. Wow. Oh Gott. Oh Gott. Die können mich doch gar nicht sehen. Ich bin doch im Darkness. Das ist, glaube ich, der schlimmste Turm hier. Aber man muss ja alle Türme aktivieren und noch entkommen. Und ohne Unsichtbarkeitstrank sehe ich schlecht.
kann jetzt nur noch gucken, ob ich nochmal wieder rauskomme, aber ich glaube, wir sind so gut wie tot. Wo ist die Dunkelheit? Ist das Booster? Warte mal. Ja. Dankeschön. Was ist denn das da, was da liegt? Links in die Ecke. Warte mal, ich mach mal einen extra Safe. Unser letzten. Sabotage. Wir rennen einfach mal in die Richtung. Liebe Entwickler, ich hasse euch. Looking Glass wusste, wie man einen Garrett auf Trab hält. Deswegen bin ich auch so sportlich. So. Oh Gott. Oh Gott. Ey, wir haben es geschafft. Unglaublich. Wir haben den schlimmsten Part geschafft, den die meisten Spieler auslassen. Dadurch muss man nämlich nie alle 8 aktivieren. Ich glaube, das wäre sonst zu schwer gewesen. Aber ich bin ja Garrett und ich schaffe alles. So, jetzt muss ich nur noch wieder durchkommen, ohne gesehen zu werden. Oh Gott, der Turm da hinten. Wir haben es geschafft. Jetzt nur noch an die Spinnies vorbei. So, das war der Bereich. Das heißt, wir hatten den auch. Den Hammer, den Hammer, den Hammer. Und den Hammer. Aber, und den müssten wir eigentlich auch haben. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann heißt es, wir haben nur noch die 2er. So, da ist eine Spinny. Wir müssen eigentlich nur zurück. Oh Gott. Der läuft rückwärts, okay. Wo? Okay, hier sind wir im Dunkeln. Hier müsst ihr uns, dürft uns nicht sehen. Wo geht's denn hier lang? Oh. Ihr seht wahrscheinlich gar nichts. Ich sehe auch kaum noch was. Ach, jetzt sind wir hier oben. Das ist gut. Das ist gut. Was? Nein, das lasse ich nicht zu. Ich lasse mir nicht zu, dass es mir wehtut. So, das Metall. Das heißt, wir könnten hier theoretisch dran klimmen. Nein, natürlich geht das nicht. Wir könnten auch wieder zurück zu den Spinnies, aber naja. Mal gucken, ob ich da so rankomme, wenn ich geduckt hinrenne. Yes. Okay, da ist die Kamera. Vorsichtig. Yes. Ich bin doch ein Meisterdieb. Mit leichten Füßen. So, da ist die Spinne. Die läuft wieder zurück, das ist gut. Dann können wir nämlich durch die Türe. Und dann kommen wir in den anderen Abschnitt, wo 2 Türme sein sollen noch. Wir brauchen nur noch einen Turm, dann haben wir es geschafft, Leute. Für mich sind es aber jetzt wichtig, dass wir alle Türme aktivieren. Und ich erinnere mich auch noch sehr schwankend an einen sehr schlimmen Turm. Der war sehr weit unten. Also man musste in den Keller, um in den einen Turm zu kommen. Ich glaube, das war der letzte. Den machen wir aber jetzt zuerst. Oh nein. Wieder so eine mal einer. Na gut, der kann ja, glaube ich, nichts tun. Ich glaube, der tut nichts. Ich gehe mal hin zu dem. Diese Kleine. Der warnt, glaube ich, nur. Jo, ich erinnere mich an diesen Bereich hier noch. So, dann gucken wir mal. Es gab hier, glaube ich, auch wieder eine Möglichkeit, die Kameras loszuwerden. Beziehungsweise, man muss sie, glaube ich, ausschalten. Ah,
aber wie sollen wir das schaffen? Hier sind, glaube ich, gar keine Duster-Bereiche, oder? Ich gucke mal. Weil hier sind nämlich überall Türme in diesen Dingern hier versteckt. So, da guckt gerade weg. Da müssen wir vor. Das geht, das geht. Hier ist es dunkel genug. Seht ihr ja, ich denke mal, YouTube sieht es besser als ich. So, gleich sind sie nicht mehr symmetrisch. Das ist natürlich das Doofe, aber egal, das ist nicht so schlimm. Seht ihr meine Kinder? Die Kinder des Karas? Sind sie nicht groß? Oh Gott. Ich glaube, nee, das war schlimmer. Hier tut man die Wachroboter rufen. Okay, da ist es zu dunkel, zu hell. Das heißt, wir müssen hier gucken, wo die dunkle Stelle da hinten ist. Ich glaube, da müssen wir durchrennen. Da ist schon zu hell. Wo soll man denn wissen, wo es zu dunkel ist und nicht? Ich kann nur eins machen, durchrennen. Eiltrank haben wir nicht. Garrett, ich dachte, ihr seid längst tot. Glaubt mir, schon bald werdet ihr es sein. Gut, sie können nicht so hoch schießen. Ah, da kommt alles auf uns zu. Ich weiß nicht, ob es das wert ist. Das ist das Doofe. Ich habe keine Feuerpfeile mehr. Ich weiß nicht, wie ich die austricksen soll. Es muss noch eine andere Möglichkeit geben, an den Schalter zu kommen. Es kann nicht sein, dass es der einzige Weg ist, der aber gar nicht zu erkennen ist. So, der kann ja eh nichts machen hier. Da tut nur Leute waren. Und die Roboter sind alle hier drinnen. Scheiße. Mist. Da die Scheinwerfer. Hallo? Hör auf, guck mich nicht an. Geht doch. Scheinwerfer müssten wir ausstellen. Dann würden wir da langlaufen können, ohne Probleme. Wie schalte ich die Scheinwerfer aus? Wenn das der große Schalter war? Ich weiß nicht, der große Schalter hat irgendwas geöffnet. So. Hier sind die großen Dinger, aber die kann man, glaube ich, nicht kaputt machen, oder? Die Kamera dreht wieder durch. Solange wir hinter den Kameras bleiben, alles gut. Warum habt ihr euch für das Böse entschieden, Garrett? Was trieb euch zu dieser alten Hexe? Mit euch an meiner Seite wäre ich heute schon viel weiter. Ja, ein Unwürdiger mit euren Fähigkeiten wäre mir sehr nützlich gewesen. Wie kommen wir da hoch? Wieso kann man hier reingehen? Wie viele Wasserpfeile haben wir noch? Viere. Ich gucke einfach mal mich um hier. Okay, das bringt nichts. Ich lade eh gleich neu, aber ich will nur mal gucken, ob es hier eine Möglichkeit gibt. Da! Ist der Efeu-Pfeil lang genug? Dann könnten wir hier hochklettern.
Warte mal. Kann man sich an dem Ding hier festhalten? Nein, kann man nicht. Ehrlich gesagt, ich habe keinen Plan, wie wir das schaffen sollen hier. Und ich weiß nicht, was dieser Schalter da macht. Aber hier ist kein Turm. Also es ist irrelevant. Aber was, der Schalter muss irgendwas betätigen. Ich hab das Gefühl... Warum habt ihr euch für das Böse entschieden, Garrett? Was trieb euch zu dieser alten Hexe? Mit euch an meiner Seite wäre ich heute schon viel weiter. Ja, ein Unwürdiger mit euren Fähigkeiten wäre mir sehr nützlich gewesen. Na, da tut er noch unsere Victoria beleidigen. Sie als Hexe betiteln, nur weil sie halt nicht seinen Ansichten teilt. Okay. Verziehen wir uns von ihr. Hier müssen wir zurück. Wir haben diese Bereiche durch. Wir müssen hier zurück und gucken, wo die letzten zwei Sender sind. Ich dachte, der Schalter wäre wichtig. Vielleicht ist es das auch, aber ich weiß es echt nicht mehr. Warte mal. Stimmt, da in den Keller geht's da hinten. Das heißt, wir müssen hier hinten lang, oder? Weil hier ist der große Bereich, oder? Gucken wir mal. Ja. Hier muss es einen Weg geben, statt in diese Richtung zu gehen. Und dann kommt man in den Kellerbereich. Genau, hier war das. So, hier ist es natürlich stockduster. Wir können ja das Licht zum Glück anmachen. Für euch. Und dann gehen wir runter in den Keller. Und von dort aus können wir noch den 7. Leitsender aktivieren. Das dachte, das tut weh. So, gehen wir nach unten. Da befindet sich nämlich auch noch einer. Es gibt manche Räume, die habe ich noch nie so richtig verstanden. So, experimentelle Werkstatt. Zutritt für Novizen verboten. Das heißt, das ist hier richtig hochrangig. Warte mal, hier war irgendwo ein Schalter. Hallo? Ist jemand zu Hause? Ach so. Da war natürlich nur das drin. Hier, den Bereich müssen wir. Da müssen wir, versuchen, das erstmal auszuschalten. Das Licht kann man, glaube ich, irgendwo ausschalten. Jetzt sind die Alarmen... Ich weiß nicht, war der Alarm schon immer so? Nee, ist kein Alarm. Denn wir müssen an diese Wache vorbei, an dieser Kamera, die kann man, glaube ich, per Hand ausschalten, und dann in den Raum rein und nach oben. Aber hier war doch irgendwo ein Lichtschalter, oder habe ich mich so verguckt? Ich kann mich erinnern, dass der hier oben war. Dass man von hier oben denn das Licht zirkulieren kann. Weil das schaffen wir sonst nie. Habe ich mich so verguckt? Ich sehe absolut nichts. Aber ich habe mich auch schon mal so sonst wann mal geirrt und verguckt. Nee, hier gibt es keinen Schalter. Ach Mann. Mein Arm ist eingeschlafen. Das ist sogar noch schlimmer. Wie soll ich ihn das schaffen? Das ist doch scheiße. Ist er durch den Patch entfernt worden, um es noch schwerer zu machen, als es schon ist? Ich muss doch ein Schalter... Es gibt keinen Schalter. Wo ist der Schalter? Wozu kann man denn hier hoch? Nur wegen dem Teil bestimmt nicht. Das kannst du knicken. Das schaffen wir nie. Haben wir einen Gaspfeil? Nee, wir haben nicht mal einen Gaspfeil. Die Wache da, die kann ich gar nicht austricksen, ohne dass ich das Licht ausmachen kann. Schöne Scheiße. Toll, dass ich wieder den schwersten Part machen muss. Also es gibt normalerweise einen Schalter dort oben. Damit kann man das Licht ausschalten. So, da wisst ihr schon mal, dass es im normalen Fall geht. Aber anscheinend durch den Patch, den ich drauf gemacht habe, kann man nicht mal hier lang gehen, ohne dass... Oder wir haben den Alarm ausgelöst. Das kann es auch sein. Oder es muss oder liegt jetzt woanders der Schalter.
Warte mal, da hinten ist ein Schalter. Auf der anderen Seite. Ah, jetzt ist er hier. Und ein Leuchtstab hängt hier. So. Ein Glück. Oh, ich dachte, die hätten den komplett entfernt. Also haben sie den nur auf die andere Seite gepackt. Weil vorher war er auf der Seite, wo man reingucken konnte. So hatte ich das in Erinnerung. Denn weil du, wie willst du denn hier an diese Kamera vorbeikommen? Unmöglich. Oh, was haben wir denn hier? Da können wir auch noch reingehen. Das ist ein Wachroboter. So, es ist natürlich jetzt stockduster für euch. Deswegen entschuldige ich mich schon mal. So, wir machen jetzt hier mal ein bisschen moosig. Weil ich versuche jetzt an die Wache vorbeizukommen, ohne sie K.O. zu schlagen. Weil ich werde trotzdem keine K.O.s machen. Was ist das für ein Schalter? Bestimmt, um das Licht anzuschalten. Ich knutsch dich mal. Ich komme hier nicht vorbei. Warte mal. Es gibt doch noch andere Wege. Wir können sowieso alles verpulvern. So. Weil wenn er uns hört, wird er das Licht anmachen und dann sind wir am Arsch. Das sieht aus wie Matten. So, dann machen wir schnell die Kamera aus. Die könnt ihr, glaube ich, noch ein bisschen sehen oder konntet ihr noch sehen. Aber was sage ich, Garrett? Ihr seid ja leider kein Verbündeter. Ihr seid weder für eure Ausdauer noch für eure Loyalität bekannt. Das hat mich der gute alte Konstantin gelehrt. Ja, ich weiß alles über euch. Oh, er hat Konstantin gerade erwähnt. Und genau da habe ich das Licht angemacht. Der Schalter war wirklich fürs Licht. Vielleicht kommt der Dialog hier nochmal. So, Licht ist aus. Da müssen wir hoch. Aber was sage ich, Garrett? Ihr seid ja leider kein Verbündeter. Ihr seid weder für eure Ausdauer noch für eure Loyalität bekannt. Das hat mich der gute alte Konstantin gelehrt. Ja, ich weiß alles über euch. Warum sollte ich mich sonst mit euresgleichen beschäftigen? Ich wollte euch kontrollieren oder... Er wollte uns kontrollieren oder töten. Und er kennt meine Geschichte über Konstantin. Also Karas, muss man sagen, auch dass er ein bisschen bescheuert ist im Kopf. Zack, wir haben 7 schon aktiviert. Hat er es trotzdem noch irgendwie... Er hat was, also er ist nicht unvorsichtig. Letztendlich tricksen wir ihn trotzdem aus. Mit seiner eigenen Waffen. So, wir haben jetzt eigentlich alles erledigt. Er hat uns immer noch nicht bemerkt, dass wir Sabotage beführen. Er weiß ja eh nicht, was wir vorhaben. Er wüsste gar nicht, dass wir so ein Ding selbst herstellen. Wobei, das hätte er in Betracht ziehen dürfen. Müssen. Er hätte davon ausgehen können, dass man immer noch diesen Plan scheitern gehen könnte. So, wie komme ich jetzt hier zurück? Da hinten ist Wasser. Warte mal. Wenn ich da runterspringe... Kann ich hier ins Wasser? Es ist so duster, ich sehe nichts. Aber hier ist ein Weg. Warte mal, ich gehe mal hier lang. Vielleicht kommen wir ja da in den einen Raum dann zurück. Und einen können wir noch aktivieren. Ich gucke mal, ob ich den finde. Wenn nicht, dann ziehen wir uns von dannen. Oh. Ah, Wasserpfeile. Genau das kann ich immer noch brauchen. So können wir besser zurückkommen. Wir mussten zwar viel zerstören, aber das war notwendig, weil sonst würde die Mission noch länger dauern. Und ich weiß gar nicht, wie viele Parts das jetzt schon sind. Auf jeden Fall für ein Finale ausreichend. So, jetzt gucken wir mal. Ja, jetzt haben wir eigentlich alles durch. Außer den einen Turm, der noch auf derselben Stelle sein soll. Also hier, wo wir sind, soll noch ein Turm sein.
gucken wir mal. Ah, was haben wir denn hier? Ein Geheimgang. Mal gucken, kann ich hier einfach reinspringen? Warte mal. Müsste ich jetzt nicht... Achso, jetzt müsste ich hier auf der Seite sein. Okay. Oder? Gucken wir mal, wo wir sind. Da sind wir reingekommen. Da, wo der Wachroboter ist. So, da war das eine. Und hier ist ein Wachroboter. Und der patrouilliert nur da fröhlich vor sich hin. Die Sache ist nur, ich weiß nicht, ob hinter dem Wachroboter noch was ist. Ich gucke mal. Wir haben ja jetzt nicht ohne Grund die Dinger hier aktiviert. So, gucken, wo wir langlaufen, dass wir nicht in die Roste reinrennen. Ich weiß nicht, wo es da hingeht. Aber ich glaube, das tut weh, wenn man da einfach drauf fallen. Nehmen wir mal Efeu-Pfeiler, haben wir ja noch genug. So, dann gehen wir mal hier runter. Und gucken mal, was wir hier unten hier haben. Das hat weh. Wo sind wir denn hier? Hä? Wo sind wir denn hier? Eine Leiter. Warte mal, war auf der anderen Seite auch eine Leiter? Ja, das ist... Ich weiß, wo wir sind. Das ist die Schleuse. Die hätte man auch nehmen können. Die hätte man auch nehmen können als... quasi als Ausgang. So, und da, wo der Wachroboter langläuft, müsste nur ein einzelner Raum sein. Gut, dann verziehen wir uns. Es soll ja noch eine Antenne sein, da sein. Da, wo wir gerade sind. Hier ist zum Beispiel die Werkstatt. Das ist unten. Und hier soll noch auf der Etage, glaube ich, noch einer sein. Ich muss nur vorsichtig sein. Hier sind sehr viele Wachen. Ich laufe einfach mal im Kreis mit. Da sind wir übrigens reingekommen, da hinten. Oh, da ist eine Wache. Da hinten geht's links rein. Ich glaube, da ist die zweite Antenne. Tja, ich bin immer im... Das ist der zweite Antenne. Und damit haben wir alle 8 Antennen gemacht. Was viele immer auslassen. Ich habe alle geschafft. Selbst den bei den Türmen, der wohl der schwerste war. Und ja, das ist doch mal 100%. Damit sind wir auch 100%ig sicher, dass Karas seine Diener zurückschicken wird. Und sie hier zündet. In der Kathedrale, nicht draußen. So. Da. Jetzt brauche ich voll die Fahrschulmusik. Ich freue mich ein wenig, aber auch ein bisschen traurig. Denn dadurch, dass es jetzt hier die letzte Mission ist, sind wir fertig mit Thief 2. So, die letzte Antenne. Zack. Jetzt hoffe ich nur, dass wir hier rauskommen, ohne gesehen zu werden. Ein paar Kniebeugen machen. Hallo? Moospfeile. Wo ist der? Da hinten ist der. Warte halt. Perfekt. Wir wurden nicht mitbekommen. Nochmal einen kleinen Save gemacht. Natürlich hatten wir auch einen kleinen Aussetzer gehabt. Der war ja natürlich nicht geplant. Ich bin mal gespannt, was die Statistik sagt. Aber so, ich bin mir wirklich sicher, dass es hier kein Geld gab. So ähnlich wie in der letzten Mission von Thief 1. Da gab es, glaube ich, noch Geld, aber nur 100, glaube ich. Und das war's. So, hier können wir, glaube ich, fliehen. War das die Tür, die wir von der anderen Seite versucht haben zu öffnen? Nee, das muss was anderes sein. Ach, wir haben unseren Karas noch gar nicht besucht. Warte mal. Haben wir noch ein paar Efeu-Pfeile?
Karas kann man auch besuchen. Ich erinnere mich, ich überlege nur, wo der war. Hier ist eine Maschine. Warte mal, machen wir mal Licht aus. Dann gehen wir nur mal ganz kurz Karas besuchen, damit ich auch das nochmal gezeigt habe. Und damit ihr wisst, warum ich nicht gegen ihn ankommen kann. Kann der Gewöhnliche das Zahnrad ersinnen? Nein. Es war der Erbauer, der zu uns sprach, der unsere Feder führte, als es an der Zeit war zu schreiben. Es war nicht Karas, der diesen Plan ersann. Der Erbauer selbst flüsterte ihm in sein begieriges Ohr und führte ihn bis zur letzten Stunde. Oh oh. Start und Modus. Alter. Ja, so viel Glück, wie ich heute hatte. So, dann gucken wir mal. Der läuft ja bis dahinter. Jetzt sind wir hier hinten. Jetzt haben wir eigentlich alles durch. Aber Karas, wo war der? Der muss... Wir müssen warten, bis der hier hinten ist. Dann können wir erst da hinten lang. Weil da hinten brauchen wir gar nicht erst lang wieder zu gehen. Okay, gut. Das ist natürlich Thief. In Thief muss man auch ab und zu mal warten. Und den ganzen Plunder hier brauchen wir ja auch nicht mehr. Aber wir haben ihn trotzdem mitgenommen. Und ich weiß immer noch nicht, was dieser eine Schalter bezweckt hätte. Ach, hier sind wir reingekommen. Stimmt, das ist der andere Weg gewesen. Karas war hier auch irgendwo, aber wo? Weil hier ist nicht die Apsis, oder? Ja, die Apsis. Und hier kann man, glaube ich, auch zu Karas. Aber wie und wo und warum? Es gab auch ein Secret, aber das habe ich, glaube ich, auch schon gefunden. Jetzt sind wir hier hinten. Mensch, wo war denn der Strolch? Der muss hier sein, hier auf der Etage. Muss es einen Weg geben. Ich gucke mal. So, hier geht's, glaube ich, nur zum Turm hoch. So, und hier könnte man noch lang springen. Hopp. Wozu wurden solche Räume hier gebaut, wenn die absolut keinen Nutzen hatten? Denn ist auch noch was, aber ich glaube, da kommen wir so nicht hin. Hm. Tja, dann muss ich wohl gehen. Dann, ich wollte euch das gerne noch zeigen. Ich weiß nicht mehr. Warte mal, ich gehe nochmal hier runter. Fuck. Warte mal, wir haben eh gespeichert, bevor wir da hochgegangen sind. Warte mal. Ach, da bin ich hier oben. Na gut, wir können ja eh nochmal runtergehen. Was ist das denn eigentlich hier für ein Schalter? Oh! Damit können wir die Tore zumachen, okay. Warum auch immer wir den zumachen können. So, warte mal. Wir gehen nochmal hier links lang. Mit wem redet ihr? Warte mal, da geht's nur dahin. Nee, da kann nicht hier sein. Wobei, wozu ist dieser... Nee, das ist der große Brennofen hier hinten. Nach unten. Nee. Es muss also einen normalen Weg geben. Also bei der Apsis. Gut, dann gehen wir nochmal zur Apsis. Und gucken mal, ob es hier einen normalen Weg gibt. Warte mal, hier ist einer. Warte mal, hier steht nur die Apsis. Und hier ist... Hier ist ein Zeichen. Was steht da? Planungsbüro. Vom Planungsbüro kommt man aber nicht zu Karas. Nee.
Ach, da war der... Gut, okay, dann verlassen wir das. Es gibt, wie gesagt, es gibt noch einen Weg, Karas zu finden. Der befindet sich nicht so, nicht ganz oben an der Spitze der Kathedrale, aber der hat wirklich so eine Versiegelungskammer. Und da kann man ihn auch sehen. Und dann lacht er einen nur aus, weil er meint, ja, versucht's doch, kommt doch her. Ihr könnt versuchen, mich zu besiegen, aber ich bin in meiner Schutzkammer und so, bla, ne? So, wir warten erstmal, bis die Wache vorbei ist. Und dann verduften wir von hier. Und beenden diesen Chaos. Besiegen wir ihn mit seinen eigenen Waffen. Natürlich ist er bestimmt enttäuschend für die Leute, die jetzt gerne ihn noch gesehen hätten. Es tut mir leid. Ich weiß es nicht mehr, wo der ist. Aber man kann ihn finden. Das ist halt das Coole. So, sind hier noch ein paar Maschinen? Nee. Das ist cool, dass die jetzt weg sind. Warum auch immer die ganz am Anfang auf einmal alle da waren. Jetzt sind hier erstmal zwei Roboter. Die müssen wir jetzt erstmal ausweichen. So, wir haben ja noch ein paar Wasserpfeile. Aber es hat jetzt auch nicht viel gebracht. So, da ist auch noch eine Maschine. Wir verziehen uns. So. Damit haben wir die Mission geschafft. Oh, scheiße. Oh. Und wir sind draußen. Auftrag erfüllt. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Statistik sagt. 1 Stunde 33 Minuten. Okay, das war sehr lange. 1 von 4 Secrets gefunden. Das ist schlecht. 2 Wesen zerstört und 3 nur stillgelegt. Aber nicht ein K.O. gemacht. Treffer 17, Wunden 0. Ja, damit haben wir es geschafft. Das war Thief. Und ich werde mich jetzt an dieser Stelle schon mal bedanken fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dabei wart. Das war Thief 2. Vielleicht werden wir in Kürze noch ein weiteres Projekt spielen, was auch was mit Thief zu tun hat. Mal sehen, mal schauen. Auf jeden Fall, ja, es war lustig. Und insgesamt 12 Stunden gebraucht für das gesamte Spiel. Sehr viel Beute gemacht. Irgendwo haben wir uns Schaden gekriegt. Ich glaube, das waren bei Kassieren, oder? Ich glaube, bei Kassieren haben wir kurz Schaden gekriegt. Ich glaube, einen kleinen Sturz oder was das auch immer war. Hätte aber nicht sein müssen. Ansonsten haben wir keine K.O.s gemacht, außer natürlich die sein mussten. Für Loot oder für Quest. Ich bedanke mich. Wir sehen uns in einem neuen Projekt wieder. Und ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Mit diesem wunderschönen Abspann, der auch einige Fragen offen lässt. Bis dann. Ciao. Und der Erbauer stand auf dem Boden und er sah, dass der Boden gut und rein war. Kein Gras besudelte seinen Weg, nicht das kleinste Unkraut trübte seinen Blick. Möge das Feuer geschürt werden. Erhöre uns. Schütze unsere Häuser. Erhöre uns. Zerschmettere unsere Feinde. Erhöre uns. Und segne alle deine Gläubigen. Erbauer, Former, Vater, erhöre uns. So geschrieben. Alles? Victorias Tod. Karas, stand das alles in euren Büchern? Alles. So steht es geschrieben.
Es gibt also noch mehr. Ja. Erzähl mir davon.